Also das Schiff ist prinzipiell meiner Ansicht nach so zu fahren wie jedes andere U-Boot auch. Nur, dass wir hier mehr darauf achten müssen, dass wir in den Torpedos nur Torpedos haben, die ungelenkt wirken. Also wir können eigentlich nur mit nicht gelenkten Torpedos arbeiten, weil die anderen 6 Kilometer Range haben. Und mit 6 Kilometer Range brauchst du halt nicht anfangen in einem 10er-Gefecht normalerweise. Und ansonsten haben wir ein U-Boot, was ja sehr, sehr spannend ist. 20.200 Lebenspunkte ist in Ordnung, Panzerung nichts Besonderes etc. Dabei Verborgenheit 5.8, das ist ganz gut, damit können wir also arbeiten. Ausrüstung hatten wir uns gerade eben angeschaut, aber vor allem auch die Manövrierbarkeit ist spannend. Wir haben 36 Knoten Stock. Jetzt mit, okay, was heißt Stock? Also mit Flagge 36 Knoten, aber leider nur 18 Knoten unter Wasser. Also Besonderheiten hier, seht ihr auch ganz klar. Es ist ein Tauchboot und kein U-Boot. Ja, also geschichtlich war es ja so, die U-Boote, die abtauchen konnten, waren unter Wasser eigentlich extrem langsam, bis es dann irgendwann richtige U-Boote waren, bis sie so weit technisch entwickelt waren, dass die auch unter Wasser schneller waren als an der Oberfläche. Das ist bei dem Ding jetzt hier noch nicht so. Zumindest in-game hier bei World of Warships. Wir sind über Wasser, aber sehr, sehr schnell. Und unter Wasser sind wir sehr, sehr langsam. So. Und das hat sicherlich Vor- und Nachteile mit sich. Das werden wir uns anschauen. Verborgenheit als solches ist in Ordnung. Tauchkapazität als solches haben wir drüber geredet. Also ist jetzt nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht besonders schlecht. Torpedos sind einzigartig. Und ja gut, ansonsten, wir haben noch ein Sekundärbatteriegeschütz, womit will ich euch nerven? Also mehr gibt es da eigentlich nicht, was wir da groß drüber sagen müssen. Ansonsten wird das Ding, habe ich euch gesagt, für Stahl kommen und, also 26.000 ist glaube ich der Betrag und wir haben, ja eigentlich ist das Spannendste, wenn man das Teil sich so im Hafen anschaut, dann schon noch am Ende die Tarnung. Die sieht schon ziemlich wild aus, liebe Leute. Kann man die ansonsten noch verändern? Nee, kann man nicht, schade. Aber so sieht sie doch toll aus, oder? Das ist das erste Mal, dass hier eine richtig geile... Schaut es euch doch mal an, Leute. Die 212. Wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. So, gut. Dann sehen wir uns im Gameplay. So, dann sollte euch auffallen, Torpedo-Nachladezeit ist gut, aber wir laden halt nicht immer alle nach. Wir laden halt immer nur Teile nach, ne? Also wir machen jetzt hier einmal einen kleinen Move. Und hinten nochmal zwei raus. So. Vielleicht treffen wir ja irgendwas damit, Leute. Keine Ahnung, ne, Torpedos wäre ja nicht schlecht oder so. Mal schauen. Was soll denn ein U-Boot auf der Alm? Ein U-Boot soll auf der Alm gar nichts, aber es ist in World of Warships, Penne. Achso, Yasa hat das geschrieben diesmal, ja gut. So, Darwin? Nee. Doch nicht. Sah nur auf der Minimap so aus, ne? So, hier ist jetzt schon der Punkt, liebe Leute. Eigentlich müssen wir ihn also so angreifen, weil wir nämlich nicht wissen, ob er Hydro hat oder nicht, ne? Wenn er jetzt nämlich Hydro hat, dann können wir ihn so nicht angreifen. Und er hat kein Hydro. Gut. Das heißt, wir können nochmal ganz schnell hoch, dann nochmal ganz schnell abtauchen. Also einmal hoch und dann wieder abtauchen, ja? Liebe Leute, ihr versteht, was ich meine, ne? Seht ihr selber, wie langsam wir werden? Wir sind extrem langsam plötzlich geworden. Wir gehen jetzt natürlich, wir machen es jetzt natürlich safe. Ja, ist so, also mit der Pumpe geht man ja auch so dicht wie möglich an den Gegner ran, ne? So, 3 Kilometer sollte reichen. Oh, shit.
direkt vom anderen U-Boot gespottet worden hier an der Stelle. Tatsächlich haben nicht alle getroffen, es haben nur vier getroffen. Reicht also nicht. Jetzt fassen wir mal das mal zusammen, liebe Leute. Also, was ist am Ende passiert? Also, ich habe eine Full-Life-Schliefe rausgenommen für quasi keinen Damage, den ich selber gekriegt habe. Und warum? Weil er einen Fehler gemacht hat. Also, man darf sich nicht Nosen hinstellen, Leute. Also, diese Schlachtschiffe oder im Allgemeinen diese... Naja, nicht die Schlachtschiffe, sondern im Allgemeinen diese U-Boote führen halt noch mehr dazu, dass man sich halt nicht Nose-In in Hype oder gar ganz exponierte Lage bringen darf. Das darf man halt einfach nicht tun. Und da stand er halt. Ich habe halt nach 2 Minuten gesehen, da kommt ein Schliefen und der steht so da, dass wenn ich ihn, wenn ich ihn angreife sozusagen, dass ich auf ihn drauf komme und ihm guten Damage machen kann. Und das ist halt das Problem. Das darf halt nicht sein. So, herzlichen Glückwunsch. Next one. Aus der Entfernung auch wieder genau das gleiche. Also, wenn man gespottet ist vom U-Boot, oder beziehungsweise er selber von mir gespottet ist, dann muss er sich natürlich hier eigentlich fragen, okay, warum bin ich jetzt offen, ne? Das ist eigentlich sein Punkt, den er machen müsste, und dann müsste er selber seine Überwachung ziehen. So, genauso wie quasi in der Runde davor gegen die 2501, und dann wäre eine Interaktion zustande gekommen. Hier ist jetzt, er wusste nicht, also ich nehme an, er wusste einfach nicht genau, was er zu tun hat. Das war jetzt hier, wusste jetzt hier nicht, was ist. So, jetzt sind wir bei 58.000 Schaden. Okay, dann gucken wir mal. Markus, moin übrigens, herzlich willkommen. Hinten ist die Jinan. Ja. Genau, also ist sicherlich die Jinan dort irgendwo im Nebel. Wo auch immer. Aber was wir jetzt machen, wir fahren da jetzt nicht hoch oder so, sondern wir setzen ihm jetzt einfach einmal unsere ganze Krätze, die wir haben, in seinen Smoke und dann gucken wir, was passiert. Problem ist, mit der Gina kann ich am Ende jetzt genau das gleiche machen. Oder sollte vielleicht am Ende genau das gleiche machen. Das Thema ist nur, wir haben hinter uns eine Petro. Der hat 12 Kilometer Radar und bis ich hier bin, dauert es nochmal locker 2-3 Minuten. Ne? Das Battle wird jetzt in B stattfinden. Ich will da eigentlich nicht hochfahren. Was bringt es mir, mit einem U-Boot jetzt hier hoch zu dackeln? Genau gar nichts. Ne? Also ich bin ja, habt ihr selber gesehen, wir sind nur selber wirklich stark, wenn wir dicht an die Gegner rankommen. Und das heißt, ich muss mich so positionieren, dass ich dicht an die Gegner rankomme und nicht hier nach oben irgendwo weit weg auf die Flank. Das macht da keinen Sinn. Ne? Genau. So, Petro pullt Radar. Ja. Typi ist weg. Top.
Gina kommt da ganz hinten. Mhm. So, wen können wir jetzt angreifen? Das ist, da ähneln sich U-Boote und Carrier gleich. Oder was heißt, das ist tatsächlich eine Sache, wo sie sich ähneln. Wo man hat Phasen im Gefecht, wo man in der Nase bohren kann und sich raus und sich überlegen muss, wen greife ich jetzt wie wo an. Die Dowering ist für uns sehr, sehr gefährlich. Erstmal, weil es überhaupt ein Zerstörer ist, aber zweitens, weil es sogar noch ein Zerstörer mit Hydro ist. Ist eigentlich extrem kacke. Aber nichtsdestotrotz steht hinter der Dowering das, wo wir wollen. Da ist nämlich der Kuchen sozusagen, ja. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir da hinkommen. Wie schaffen wir es, da so hinzufahren. Ja. Wir können den Engage suchen mit der Dowering. Können wir machen. Ist die Frage, ob wir es wollen. Aber ich würde sagen, prinzipiell ja. Also, was ist jetzt hier der Punkt? Dowering umfahren, B verlieren lassen, ist jetzt auch irgendwie Quatsch, meiner Ansicht nach. Also probieren wir das so. Gehen natürlich auf die Shotgun-Torpedos, also auf die gelenkten. Schauen jetzt mal hier, wo die Dowering ist. 3 Kilometer, top. Das hier rechts fährt anscheinend weg. Commander, we've been detected. Hold on, taking on water quickly. Er wird uns sicher angreifen. Sehr, sehr sicher wird er jetzt kommen und uns angreifen. Na, seht ihr? Was habe ich gesagt? Scheiße, er ist schon zu dicht. Ja, schade. Es hat das Thema, ne? Also jetzt hier in der Interaktion, Leute. Also das ist entweder nur, das ist bei U-Booten immer so. Es ist entweder 100% top, 100% flop. Jetzt ist hier die Frage, was hätten wir jetzt hier machen sollen? Hätten wir jetzt hier wirklich die Dowering umfahren sollen? Also auf die Bourgogne gehen vielleicht? Also hier komplett über außen? Dowering sein lassen und komplett über außen, oder suchen wir den Fight gegen die Dowering? Ich wusste, bevor ich den Fight gegen die Dowering genommen habe, dass es extrem schwierig werden wird, den Typen zu killen, weil er spottet uns, er hat nämlich ein langes Hydro, wenn er, und im Regelfall haben die dann auch das Hydro ready, und es ist natürlich ein Zerstörer, auch noch ein relativ wendiger Zerstörer mit gutem Concealment, und wir haben nur eine Möglichkeit gegen ihn, und das ist das Shotgun, so. Jetzt hier auch wieder, wir hätten ihn ja geshotgun. Wer hätte ja sogar geklappt. Hätte ja zu 100% sogar easy super geklappt. Aber jetzt war er ganz ein kleines Mühchen zu dicht dran. Ihr habt sicherlich gesehen, ja? So, und jetzt hier auch wieder die Frage, was macht man? Fährt man jetzt über außen? Lässt man ihn komplett sein? Lässt ihn gewähren quasi? So wie im Allgemeinen? Und versucht dann irgendwie, keine Ahnung, die Bourgogne, vielleicht sogar noch den Carrier zu killen, etc. Das kann man natürlich machen. Hilft dem Team gar nicht und ist am Ende auch sinnlos, meiner Ansicht nach. Weil, also ich wüsste dann nicht, wie man dann dadurch die Runde so entscheiden sollte. Oder dass man die Runde dann, wie gesagt, dadurch entscheiden sollte, dass man irgendwie gewinnt oder so. Keine Ahnung. Oder wir suchen halt den Fight, wohl wissend, dass es extrem, extrem gefährlich wird für uns. Das ist es ja am Ende. Das ist ja das, was wir jetzt hier am Ende machen. Ich bin ja sehr gespannt, wo wir stehen. Auf sie mit Gebrüll. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 90.000, ich würde sagen, schon weit oben, ne? Ja. Ja, okay. Letzte Runde, letzter, diese Runde, erster. Auch mit Abstand erster, obwohl wir nur die Hälfte vom Gefecht gespielt haben, liebe Leute, ne? Okay, also,
Bei der Gato auch wieder ganz klassisches U-Boot-Feeling. Es ist extrem schwer zwischen Top oder Flop zu unterscheiden. Denn ihr toppt entweder oder ihr floppt entweder. Es liegt nur halb zu drei Viertel bei euch. Vor allem liegt es aber daran, wie der Gegner wann wie spielt, ja. Und hier jetzt beispielsweise die Runde, ja, 1300 Base ist erstmal in Ordnung. Vor allem ist es aber beeindruckend, dass wir haben wirklich genau die Hälfte gespielt am Ende, ne? Wir haben 10 Minuten gespielt und 19 Minuten ist jetzt Gefechtsdauer. Also okay, das ist jetzt nicht die Hälfte, also ja, nicht die arithmetische Hälfte, aber ihr dürft ja nicht vergessen, am Anfang der Runde fährt man ja immer erstmal noch irgendwie 1-2 Minuten auf irgendeine Flank, da passiert gar nichts, ne? Also, ja. Kohlecontainer mal gesammelt. Bei Lao gegen uns, iPad. Okay. Spannend. Gucken wir mal. Max, moin. Valhöli, herzlich willkommen. Grüße in die Runde zurück. Schön, dass du da bist. Moin, moin. Wo, 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 le, wo, wo. Sicherlich wird ja, also das Problem ist auch immer, ich glaube, die U-Boote, die spawnen auch immer gegenüber, ne? Also das ist so, ne? Weil wenn man ein U-Boot hat, spawnt das safe immer hier, ne? Und das ist halt auch so ein Thema. Also die beiden Carrier, die greifen sich ja auch nicht am Anfang der Runde immer instant an, so, ne? Und DD ist okay, muss man eh gucken, was man da wie macht. Aber wir haben jetzt halt immer direkten Counter bei uns und halt auch einen gefährlichen Counter. Und damit, ja, muss man halt immer erstmal irgendwie gucken, was man wie macht. Ja, bei der Gato ist es halt nochmal wirklich, also nochmal interessanter am Ende, sage ich euch ganz ehrlich, weil, also APF wäre auch ein Skill, den würde ich mir wünschen auf U-Booten. Wäre extrem nice, gibt's natürlich nicht. Aber im Allgemeinen so eine Idee zu haben, ob jetzt hier direkt gleich was aufgeht oder nicht, das wäre schon toll. Hat man halt nie. Vor allem bei so einem U-Boot ist es halt auch sinnlos, irgendwie auf Rüsseltiefe rumzufahren und erstmal zu spotten, weil man halt dann mit 17 Knoten rumfährt und eh nicht viel Tauchkapazität hat. Ist halt irgendwie ein bisschen kacke, ne? Merkt er? Und halt aber auf der anderen Seite genauso, ne? Also jetzt hier beispielsweise weiß ich ganz genau, hier ist irgendwas im Cap. Was? Ne? Genau. Aha, also die Ballau. Hat aber keiner geschossen, das ist eigentlich auch interessant. Ah. Ich wollte jetzt nicht pingen, aber hab's jetzt einfach irgendwie. Ach Mist, wieder die falschen Tops drin, oder? Nee, doch nicht. Na gut. So, und jetzt, was habe ich jetzt hier? Also ich kann jetzt, das ist halt auch so ein, auch wieder so ein Fail meiner Ansicht nach. Also ich kann jetzt hier nicht mit dem gegnerischen U-Boot interagieren. Also ich habe 2:08, bis die U-Boot-Überwachung da ist. So, in der Zeit mache ich halt gegen das Ding gar nichts. Ich kann dagegen auch nichts machen. Ich kann ja jetzt nicht spotten, der ist jetzt abgetaucht. Das war's jetzt. Ich kann jetzt hier cappen. Das ist jetzt cool, so. Aber das ist es halt am Ende. Cappen und da irgendwie Kreise fahren und Torpedos setzen. Ne? Ah, aber da sehen doch manche Tops von denen sehen doch da echt gut aus, oder? Die Sau, liebe Leute. Will nicht sagen, aber die Sau. Die Saudi. Oh no. Ey, die sehen doch. Oh yes, baby. Oh ja. Liebe Leute. Hat's geklingelt oder was? Meine Fresse. 2 Torps, 25. Will nicht sagen, aber. Einmal eine Gönnung. Torpedos to starboard.
Torpedoes to starboard. Torpedoes to starboard. So, jetzt hier die Balao. Genau das gleiche Spielchen. Balao wird jetzt... also ich weiß jetzt noch nicht, ob er so dicht schon ist. Aber der wird jetzt hier, der wird jetzt hier gleich sein. Ich kündige jetzt schon mal an, also ich weiß nicht, ob das meine Mates verstehen, aber ich kündige jetzt schon mal an, dass ich ihn gleich spotten möchte. Mal gucken. Gehen jetzt hier auf die anderen Torps. Peilen hier noch ein Stückchen drauf und dann versuchen wir ihn mal zu spotten. Da ist er nämlich. Und jetzt haben wir am Ende ein Problem. Weil wir aufgehen, aber er nicht. Ne? Jetzt ist halt leider unsere Taktik ein bisschen nach hinten losgegangen. Hört sich jetzt blöd an, aber ist genauso. Na, Ohio gönnt sich aber auf jeden Fall noch irgendwas, ne? Also das glaube ich jetzt hier nicht. Dass die Ohio da rauskommt irgendwie, das kann ich mir nicht denken. Jawohl. Irgendwas trifft halt immer, ne, Leute? Hier jetzt auch. Extremer Fehler von der Ohio. Man darf jetzt hier niemals reinfahren. Also die Ohio ist jetzt eigentlich, die ist jetzt totgeweiht. Es sei denn, er dreht jetzt sofort raus in der nächsten Zeit. Also wirklich, also instant quasi. Ansonsten ist er eigentlich tot. Also da kann nicht mehr viel passieren. Weil die U-Boot-Überwachung geht jetzt gleich aus von der Balao. Dann gehe ich in den Shotgun und dann hole ich mir den. Und dann macht mich ja keiner mehr auf. Es kann mich dann keiner mehr spotten, ne? Weil die U-Boot-Überwachung ist ja durch am Ende. So. Genauso machen wir es jetzt auch. Wir müssen dann schnellstmöglich wieder abtauchen, liebe Leute. Also so bei 3, 3, 3, 3, ja. Commander, we have been detected. Treffen wir ihn? Daneben, oder was? Ja, es ist ein bisschen shit jetzt hier. Das Viech war ja direkt vor mir, ne? Habt ihr gesehen? Da ja, ist die Banane direkt vor mir, liebe Leute. Bin jetzt hier noch nicht. Muss direkt vor mir sein, ja. Ist ganz, ganz interessant. Ohio ist jetzt erstmal dead, ne? Die haben ihn jetzt nicht gekillt. Vielleicht weiß ich, was habe ich denn wieder getroffen, Leute? Irgendwas habe ich doch noch getroffen, oder? Okay, nice, der war schon mal fett daneben. Nein. Ja, jetzt kommt die Shima leider. Liebe Freunde der Sonne, was es jetzt nicht sonderlich toll macht hier, aber dadurch werden wir dann, ja, okay, schade. Ja. Konnte man das jetzt riechen, dass die Shima kommt? Hm.
Liebe Leute, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Hätten wir das riechen können? Weiß ich nicht. Also hier steht eine Venezia. 3 Kilometer vor... Gut, die Shima ist tot. Ja, pff, keine Ahnung. Das ist halt wieder genau so eine Situation. Wieder genau das gleiche. Gameplay zu bewerten ist bei U-Booten extrem schwer, weil es ist entweder top oder flop. Ihr seid entweder sofort tot oder nicht. Hier jetzt an der Stelle kommt jetzt eine Shima und bootet uns raus, obwohl wir gerade gegen das gegnerische U-Boot kämpfen am Ende, ne? Also, was übrigens auch gestorben ist anscheinend. Also die Balao ist wahrscheinlich durch die Venezia Airstrikes gestorben. Keine Ahnung. Also auch durch irgendjemanden. Aber in dem Fight ist es dann so, dass sich die gegnerische Shima irgendwie denkt, okay, wir schmeißen uns weg und fahren halt einfach mal 5 Kilometer an eine Venezia ran. Also ich meine, es ist klar, dass er da stirbt. Der kann da nie wieder weg. Das kann er nur sterben, ne? Aber das machen die Leute. So, und dann seid ihr auch wieder tot mit eurem U-Boot. Ist halt auch wieder eigentlich, ja, weiß ich nicht, ist das jetzt gut? Das ist jetzt eigentlich, ist eigentlich kacke, ne? Weil ihr seid ja tot, ihr wollt ja gut sein, ne? Wird ja überleben, so. Das wird euch aber bei U-Booten immer passieren, dass die Leute halt overextenden, killen euch dann halt mit, weil sie irgendwie Hass, extremen Hass auf U-Boote haben, etc. Und dann sterben sie halt einfach direkt danach, auch, ne? Ja, der Schocker, ich weiß nicht, also wenn ich mir das so anschaue, dann sehe ich hier, es ist für mich einfach, es ist, Macht halt keinen Sinn. Das ist halt einfach der Punkt. Macht halt keinen Sinn. Smolensk ist in meine Torps reingefahren. Ah, okay. Ja, gut. Ja, Smolensk hat halt eigentlich auch Hydro, ne? So, hier bei der Smaland halt genauso. Die ist halt in den Fight mit der Massot, weißt du, oh, Massot, Gunboat, sollte man aufpassen. Ich habe ja noch selber Leben, aber ist schon wichtig rauszufinden, wie viel hat er noch, nicht, dass wir hier krepieren, so. Aber, dann der nächste Punkt, ja, Smaland, ich muss ja gar nicht aufgehen gegen die Massot, es sei denn, wir pushen uns beide gegenseitig, denn ich habe ja eh viel ein besseres Konzil mit als er. Mit dem U-Boot, keine Ahnung, Entscheidung, keine Ahnung, gehe ich ihn jetzt kontern, die Massot, oder nicht? Will ich ihn jetzt shotgunnen oder doch nicht? Oder. Ja. Keine Ahnung, wie ist jetzt mein Counterplay gegen ihn? Also, ich weiß jetzt, ich habe keine Möglichkeit, verlässlich auf ihn Schaden zu machen, es sei denn, ich shotgunne ihn raus und dann sind wir wieder am Shotgun und das ist dann wieder so ein bisschen Coinflip auf Messers Schneide, ob wir gut sind und treffen und ihn killen oder er uns oder auch gar keiner. Irgendwann, ne? Ja, der Schocker ist richtig. Ja. So, wir sind bei 50k jetzt hier. Wir haben einmal erobert, so mit 2000 auch nicht nur der Punkt, also auch die Berechnung erschließt sich mir nicht, Leute. Also ihr könnt doch, jetzt bewertet doch mal bitte das Gameplay. War dieses Gameplay denn jetzt herausragend gut? Nee. Also wir haben den Shotgun gegen die Ohio verkackt. Halb verkackt. Also wir haben ihn verkackt, wir haben keinen Schaden gemacht, sind aber dabei nicht aufgegangen. Also halb verkackt. So. Weil er nämlich irgendwie einen kleinen Manöver nach links gemacht hat, dann ist er irgendwie weiter weggefahren, dann gingen die Tops daneben. Ärgerlich. Schade Banane. So, dann haben wir einen Cap geholt. Und wir haben irgendwie zufälligerweise Torpedos getroffen, an der Zahl 4 Stück. Also auf die Sau 2, auf die Smolensk 1 und auf die Ohio 1. Zufälligerweise, weil wir uns gedreht haben und Torps rausgeballert haben. Und wegen der Leistung, und dann haben wir gar nichts gemacht weiter, ne? Also wir haben noch ein bisschen gespottet. Ja, hier 14.000 ist also gar nicht viel. 247 nur aufs gegnerische U-Boot. Auf die Shima 6.000, okay, die Shima haben wir also noch mal ein bisschen gespottet, aber prinzipiell auch nicht viel Spotting-Schaden. Also ist das doch jetzt einfach mal ganz gelinde gesagt, ganz gelinde bewertet, keine gute Runde von uns gewesen. Also wir haben einen Kill gemacht, okay, ja.
Wen haben wir denn überhaupt getötet? Wir haben die Smolens zufälligerweise getötet. Der Sau Damage gemacht, der Ohio ein bisschen Damage gemacht. So, das ist doch keine gute Runde von uns. Wir sind trotzdem Erster mit Abstand, 2000 Base. Erschließt sich mir nicht. Warum bin ich in der Runde mit 2000 Base Erster? Völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Also unsere Smarland hat bis zum Ende der Runde überlegt. Der Drunken John hier hat in der Mitte B gecappt und was weiß ich irgendwas gemacht und ist weit, weit abgeschlagen, liebe Leute. Es schließt sich mir halt einfach nicht. Ist halt, finde ich halt irgendwie sinnlos. Okay, gut, so viel dazu. Also, dann jetzt mal zusammengefasst, was haben wir hier für ein U-Boot? Also, ihr habt hier ein U-Boot, meiner Ansicht nach, mit eindeutigen Stärken, eindeutigen Schwächen. Ist dieses U-Boot den Stahl wert? Ich würde sagen, nein. Es ist, also für U-Boot-Liebhaber als solch, wenn ihr ein U gibt da draußen, überhaupt U-Boot-Liebhaber, also wenn es ein U-Boot-Liebhaber ist, dann ist es den Stahl auf jeden Fall wert, denn es ist ein das erste Premium-U-Boot für Stahl in World of Warships. Damit muss es den Stahl wert sein, weil es gibt ja für Stahl sonst dann, wenn es ein U-Boot-Liebhaber ist, gibt es ja keine Vergleichswerte. Also muss es ja toll sein, sozusagen. Im Verhältnis zu anderen U-Booten ist es was Besonderes. Ich würde sagen, jein. Also diese Unterscheidung hier ist prinzipiell interessant, dass ihr über Wasser halt sehr schnell seid, unter Wasser halt sehr langsam, ist prinzipiell interessant, aber ist das sinnvoll, wertvoll irgendwie, keine Ahnung, ja, weiß nicht, glaube ich nicht. Im Verhältnis zu dem besten U-Boot, was wir bis jetzt haben, der U2501, kann man super easy noch bewerten, weil es gibt bis jetzt wenig U-Boote, 2501 ist halt einfach das Beste, was wir haben bis jetzt im Rang 10. Ist es da jetzt besser oder schlechter? In manchen Belangen ist es besser, beispielsweise im sinnlos Torpedos einfach rumsetzen, ne? Ihr habt halt auch extrem starke Torpedos, 18.100, machen halt richtig Mörder-Damage. Auch die man pingen kann, machen halt richtig Mörder-Damage mit 10.000, das seht ihr ja hier. Und von daher hat das Ding auf jeden Fall schon Stärken, aber es hat halt auch Schwächen. Ihr habt ja auch selber hier gesehen, gegen die Balao beispielsweise oder auch 2501 etc., ihr habt halt Probleme, gegnerische U-Boote zu spotten, weil ihr halt selber nur 6 Kilometer Ortung von U-Booten habt. U-Boot-Überwachung und U-Boot-Überwachung ist eines eurer wichtigsten Verbrauchsmaterialien und damit habt ihr eindeutige Schwächen auch. So, ansonsten spielt sich das U-Boot genau überhaupt nicht anders als alle anderen U-Boote eigentlich auch. Es gibt zwei Arten, haben wir vorhin beleuchtet. Die U-Boote, die pingen, sind prinzipiell bis jetzt zumindest in der Meta, die wir haben, die es einfach gibt, im Nachteil, weil pingen bedeutet, ihr seid offen. Das bedeutet, die Schlachtschiffe können gezielter ihre Wasserbomben setzen. Nicht pingen bedeutet, ihr setzt einfach eure Torpedos, kein Mensch weiß, wo ihr seid. Und ihr geht halt irgendwann, wenn Gegnerschiffe so dicht dran sind, in den Shotgun und killt halt einfach. So, aber dagegen gibt es halt kein Counterplay. So, also ist das die bessere Variante. Das ist eine Stärke für die Gato, denn das macht die Gato prinzipiell. Die setzt einfach sinnlos ihre Torpedos oder wenn sie halt nicht sinnlos setzt, dann Shotgun sie. Oder pingt halt vielleicht mein U-Boot, weil es halt da doch irgendwie aufgegangen ist. Jetzt aber im Gro gesehen, ist das jetzt ein Schiff, was ihr wirklich haben müsst? Meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Ich glaube, kein Mensch würde sich auch ein Stahl-U-Boot holen, wenn ihr nicht vorher schon U-Boot-Liebhaber seid. Also würde ich euch zumindest nicht empfehlen. Und auch im Allgemeinen, ist das jetzt hier ein U-Boot-Schreck oder ein Zerstörerschreck oder irgendein anderer Schreck? Meiner Ansicht nach auch nicht. Ne? Also die eindeutigen Schwächen von U-Booten, dass ihr halt kein klares Counterplay habt gegen Zerstörer, bis auf Shotgun. Und Shotgun ist halt, ne, seht ihr ja, wisst ihr ja selber. Die sind halt trotzdem hier auch bei der Gato genauso da. Und die Stärken sind halt nur noch ein bisschen stärker, sage ich mal. Weil ihr halt ungelenkte Torpedos habt, die halt ziemlich stark sind. Im Verhältnis zu 2501 würde ich jetzt die 2501 fahren oder die Gato. Ich würde die 2501 fahren, weil die 2501 im Gro einfach nochmal das bessere U-Boot ist, ne? Also meiner Ansicht nach auch relativ klar, weil ihr halt im Gro einfach nochmal, ihr könnt halt, ihr habt halt einfach verlässlicher, ihr habt ein verlässlicheres Set von Sachen, die ihr machen könnt und Sachen, die ihr nicht machen könnt. Und ihr seid halt unter Wasser auch schnell. Ihr seid halt, ihr habt halt besser was gegen U-Boote etc. Deswegen würde ich halt immer 2501 fahren, wenn ich mit U-Boot fahren würde, im Rang 10. Fertig. So, easy peasy. So.
Und das ist am Ende das Review. Also das ist am Ende das Fazit, das ist am Ende das, was unterm Strich bleibt. Wir haben ja auf jeden Fall ein U-Boot, was gefährlich ist, was ja auch für Gegnerschiffe etc. gefährlich sein wird. Aber was halt auch jetzt nicht unbedingt die 2501 vom Thron stößt, meiner Ansicht nach. So. Und ob es was ist oder ob es was nicht ist, das muss jeder für sich selber wissen. Aber es ist halt, der Spielstil ist halt schon einzigartig und vielleicht auch für den einen oder anderen einzigartig interessant. Ich glaube, die Stärken und Schwächen auch im Allgemeinen des U-Boot-Gameplays haben wir jetzt nochmal in dem, was ihr seht, auch sehr, sehr gut beleuchtet. Ich hoffe, ich konnte euch damit dann helfen an der Stelle. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.